Ja, servus hier meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder mal frisch und fröhlich aus Wien. Ja, heute stehe ich da am Margaretengürtel, der Treffpunkt aller Straßenbahnliebhaber und Liebhaberinnen für Fotos und Videos, weil man da heute eine schöne Aussicht hat auf die Wiese. Und ja, ich habe ja schon vor einiger Zeit einmal Straßenbahnvideos gemacht von der Oper, aber auch vom Westbahnhof. Jetzt haben wir gedacht, na, wo könnte man nur ein Video machen. Jetzt bin ich da hergekommen am Margaretengürtel. Hier fahren die Linie 18 und die Linie 6. Also auf der Linie 6 vorwiegend die ganzen neuen Straßenbahnen, die es erst ein Jahr gibt. Auf der Linie 18 nicht die ganz normalen. Recht viele alte Straßenbahnen fahren ja nicht. Also sprich die alten Gelenkstriebwagen, die fahren da nicht. Die fahren eher mehr, weiß nicht, Linie 25, sage ich jetzt einmal. Aber so genau kenne ich mich da in Wien gar nicht aus, weil es aber so viel mehr Linien gibt, als wir bei uns da haben. Ja, sonst hat man da einen Ausblick auf noch eine Brücke, die nicht weiß, wie es heißt. Sehr gut informiert wieder. Da ist wieder eine sehr große Hauptstraße, links und rechts kommen die Autos. Da ist noch ein Hotel. Ja, und heute haben wir Sonntag, heute fahren die Straßenbahnen nicht allzu oft. Also die Linie 6 fährt schon eigentlich sehr oft, so 5-Minuten-Takt. Die Linie 18 fährt, glaube ich, nur alle 10 Minuten. Unter der Woche kann man da viel mehr filmen. Aber ich bin jetzt einmal einfach so eine Woche hinterhergefahren und haben mir gedacht, machen wir wieder mal ein paar Videos. Ja, und jetzt kommt also die nächste Linie, die nächste Straßenbau, Linie 18 wieder. Manche haben ja eine Werbung oben, wenn es auch nur an der Seite ist, so eine ganz kleine. Manche haben auf der ganzen Straßenbahn eine oben und manche haben einfach gar keine oben. Aber in Wien ist das ja echt arg, also da kommen pro Woche sicher 5 neue Werbungen raus. Davon können wir in Wien nur träumen. Die alten Straßenbahnen haben eh keine Werbung. Es handelt sich dabei nur um diese Generation, die hat eigentlich die meisten Werbungen oben. Ja, und sonst Buslinien fahren da eigentlich nicht. Die haben ja eigentlich auch keine Werbung oben, das fahren auch so wie bei uns werbefrei. Ja, und sonst am Margaretengürtel gibt es auch noch dann die Linie U4. Also recht verkehrstechnisch kommen wir da sehr gut her. Und bei dieser Generation von Straßenbahnen ist es so, sie sind verschieden gleich aufgebaut. Verschieden gleich. Sie sind verschieden aufgebaut. Manche sind schon ein wenig älter, manche sind ein wenig jünger. Manche haben hinten Sitzplätze drin, wo du direkt halt hinten sitzen kannst. Aber manche haben hinten nur Stehplätze. Also das ist so generationenübergreifend verschieden. So, und jetzt warte ich noch auf ein paar. In Wien fahren eigentlich die Straßenbahnen sehr wenig unterirdisch, wobei da drüben, wenn du jetzt da 2-3 Haltestellen weiterfährst, gibt es dann ein Tunnel, was eigentlich viel länger ist als unseres. Da fährt dann unter anderem auch die Lokalbahn und das sind auch 3-4 Haltestellen unterirdisch. Da hat man sich die Mühe gemacht, dass man unter der Straße mal ein wenig umeinander grabt. Und da kann man auch dann ohnehin ganz gut in die U-Bahn umsteigen. So, wenn ich jetzt einen Schnitt machen kann, mache ich einen Schnitt. Aber es geht leider nicht. Sonst, jetzt haben wir ja schon Herbst. Merkt man ja noch nicht recht viel. Grüne Bladenräube. Also der Herbst ist dann nicht richtig angekommen. Auch heute hat es wieder 22 Grad und das am 3. Oktober mittlerweile schon. Wenn ich das Video hochlade, wird es ja November sein. Ein Wahnsinn. Na, zurzeit habe ich echt viele Videos. Jetzt kommen dann noch die ganzen vom Urlaub dran. Da bin ich auch noch nicht fertig und dann wird es in die Richtung Wien einmal gehen. Weil von Wien habe ich jetzt da auch schon sehr viele Videos. So. Jetzt wird schon langsam ein bisschen Fahrt für euch und für mich auch. Ah, da kommt eine.
Ja, das ist die neueste Generation. Die gefällt mir vom Design eigentlich am besten. Und innen schaut die eigentlich auch voll breit aus. Also es sind sehr viele Sitzplätze drin. Bildschirme, so wie bei uns auch. Diese doppelten auf einer Seite, die Haltestelle auf der anderen Seite, die Werbung. Ja, und die fahren aber auch vorwiegend halt nur auf der Linie 6 herum. Ja, ich glaube, jetzt war es dann. Wahnsinn, 3-4 Straßenbahnen in einem Video, was für 10 Minuten dauert. Heute kennen wir es wieder so richtig. Gut. Ja, dann sage ich jetzt schon wieder Servus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.